Das Ziel muss immer sein, dass du einfach ein unangenehmer Gegner bist. Ja! Ja! Hau ab jetzt! Unter Haien. Das neue Jahr beginnt für Sebastian Uvira anders als geplant. Morgen geht es für die Haie gegen Iserlohn. Uwi bleibt wieder nur ein Tribünenplatz. Der Stürmer schwitzt fürs Comeback. Im zweiten Training, um Zweikampf, beim Zweikampf um die Scheibe, bin ich an ihm vorbeigelaufen. Und dabei habe ich gemerkt, wie mir der Muskel flöten gegangen ist. Mittlerweile schon erfahren dabei, was das angeht, leider. Ja, und habe einfach wieder für Pech gehabt, muss man sagen. Ne? Rückenlage, Leg Raises, 5 rechts, 5 links. 5 Hamstring Stretches. Danach ein Kniehack. Das ist halt wirklich bitter, weil ich dachte mir, dass es ein kleiner Muskelfaserriss gewesen ist, wo man, sagen wir mal, 2 bis 3 Wochen braucht, um wieder fit zu werden. Aber bei mir ist leider ein Bündelriss geworden im Adduktorbereich hier. Und da sagt man so zwischen 6 und 8 Wochen. Ich bin jetzt Woche 5, gut im Rennen, aber es ist einfach nur wirklich frustrierend mental sowas. Ne? Also es geht einem wirklich auf den Sack, muss man sagen. Das sind sehr schmerzhafte Sachen hier. Ja, also ich rufe ihn morgens um 5 an. Dann sprechen wir kurz, machen unsere Morgen-Affirmation. Dann macht er sein kleines Mobilisationsprogramm. Und dann kommt er hier zur Halle, so gegen 9. Ja, und dann müssen der Uwi und ich ackern. Bei der Verletzung, das braucht halt immer ein bisschen. Das kann man nicht, da muss man einfach geduldig sein, dass das... eine Stärke von Sebastian Uvira, Geduld. Allgemein von jedem Berufssportler sollte es ja auch sein, dass man ungeduldig ist. Das finde ich auch gut so. Da muss man eher so ein bisschen aufpassen und bremsen. Und ansonsten schaut er mich schon wieder an und ist bereit für den nächsten Satz. Ich bin bereit, Uvi, wenn du es bist, let's go. Damit hallo und herzlich willkommen zum Spiel der Kölner Haie gegen die Iserlohn Roosters. 3 Tage nach dem 0:5 in Berlin. Die Chance zur Wiedergutmachung. Man spürt schon, dass der Stachel noch so ein bisschen sitzt. Berlin war wirklich eine sehr starke Mannschaft. Hat an dem Tag auch sehr gut gespielt und waren besser als wir, waren hier und da immer wieder einen Schritt schneller. Aber es war auf jeden Fall ein kleiner Wachrüttler für die nächsten Spiele. Und damit gehen wir rein in die Partie. Köln in dunkelrot von links nach rechts. Iserlohn in weiß. Mitte des dritten Drittels liegen die Haie 1-3 hinten. War's das? Und der ist drin! Moritz Müller lässt die Haie nochmal hoffen von der blauen Linie. Nein, die Haie kommen zurück. Das Ziel muss immer sein, dass du einfach ein unangenehmer Gegner bist. Das ist das Ziel, der Unangenehme. Es gibt kein größeres Kompliment für eine Mannschaft, als wenn du sagst, wir müssen gegen Köln spielen und ach, es wird ein Scheißspiel. Die arbeiten, die kämpfen, die spielen hart. Aber Glück gehabt. Weizmann vom Eis, 6 Kölner, Tiffitz und Jennecke. Das gibt's doch gar nicht. Wie hält er den denn? Und dann ist er noch drin, Marcel Müller. Was ist denn hier los? 6,8 Sekunden vor dem Ende. Es geht ins Shootout. Und da haben am Ende die Roosters die besseren Nerven. Oder das Quäntchen mehr Glück. Jetzt Freddy Tiffels unter Druck. Jetzt muss er treffen, sonst fährt Iserlohn hier mit 2 Punkten zurück ins Sauerland. Tiffels gegen Jennecke. Jennecke bleibt Sieger. Iserlohn holt 2 Punkte.
spielfrei. Zeit für einen Familienausflug. Seit einem Jahr lebt John Matsumoto mit seiner Familie in Köln. Good luck. Look, you see the dome? That's cool, huh? Yeah. That's really cool. Definitely Germany's our home now. I mean, we watched Dinner for One on New Year's Eve, so I think that's pretty close to becoming a German. You like that, huh? It was fun? Yeah. The guy who like serves everyone and then he trips over the lion's head? Yeah. That was funny, huh? Mr. Bean. Yeah, and then we watched Mr. Bean New Year's? Yeah. Yeah. That's funny, huh? Yeah. Und wo verbringen Vater und Sohn die freie Zeit am liebsten? Auf dem Eis. You want to do a cone game? Yeah. Okay. What else you want to do? What? Obstacle course. Obstacle course? So we can do that. Remember like when I was a kid, like I had so many good memories playing hockey. And so whenever I see him skating, it makes my heart like grow a couple sizes because he's having fun on the ice and he's kind of doing the same things that I did when I was a kid. So it's like, it just puts a big smile on my face. Like I'm just I'm a proud papa for sure. It's really cool watching him do it. What do you want to do to start? Cone game? Cone game. Cone game? Yeah. Okay. Yeah. All right. You ready? This one's going to be close. Yeah, he likes this one more than I do. Actually, I don't know. This is fun for me. Nice, buddy. Hey. Oh, I caught it. You ready? Okay. Go. He likes the cone game. I like the cone game too. It's fun spinning them. But he likes obstacle course. And then he likes... What else do you like doing? He likes playing the games, but we're trying to make the best of Corona right now, so it's... Hey, okay, put a cone here. Chase, you wanna do obstacle course? Yeah. Okay. So we're gonna do the start right here. Yeah. I'm gonna skate around the cone, around the cone, around the cone, around the cone. Then we're gonna skate to the shark. Then we're gonna go over there. We're gonna jump over that stick and then slide under those cones. You got it? Okay. Ready? Set. Do you want me to go first or you wanna go? You want me to go? Yeah, follow me. You ready? Okay, let's go. Around the cone. Turn, around the cone. We try to come every day off, but it's not always possible. Maybe like once a week at least, maybe a couple times more, sometimes more, sometimes less. Then we turn and then can we big jump. Chase ist 5 Jahre jung und arbeitet schon jetzt daran, einmal wieder Papa zu werden. Nice, let me skate over here and we score 2 goals. And then we score. Oh, that's okay. We got another one. Yeah! Nice job, buddy. Oh. Ayo. Oh. Nice, buddy. Seit 7 Jahren spielt John in Deutschland. Das bringt viele Umzüge mit sich. I think this is kind of normal for them. We just kind of call it like our house in the United States. It's called our gray house. And then our house here is like our yellow house. Our house in Munich was our red house. So it's kind of natural for him. It's kind of weird that it's so natural for him, but that's the way it is right now. Like I said, hopefully we can stay in Cologne for a long time and we can stay at our yellow house for a long time. You like our yellow house, right? Yeah. Can I take a picture? I'm gonna take a picture of you, okay, for mommy? Here. That's cool. Here. We're gonna send that to mommy. He was gonna like that one.
Just do high five or do the thumbs up. All right, that's good. It was a good training day. We'll always take his helmet off and do the sweat test, and as long as he's had fun, it's a good day. Chase, you have fun today? Yeah. Yeah? You have lots of fun? Yeah. All right, good. That's a good training day then. I know it sounds like cliche and stupid, but like when I leave here, I want like, you know, like I want to be like a Ryan Jones, you know, when I leave here. Or like a Gustav Wessla, or like a maybe that John Tripp would be shooting for the moon. But you know, like when I leave here, I want to be loved. And you know, like I love this city, like I love everything here, and I just want the city to love me back. So that's my goal. Fertig machen für das Auswärtsspiel in Iserlohn und die direkte Chance, sich für die Niederlage vor 48 Stunden zu revanchieren. Alle, bis auf einen. Uwe arbeitet weiter an seinem Comeback. Fühlt das ja auch an Iserlohn, ja. Finde ich, das fehlt einfach, wenn du in der Kabine stehst und dieses Scheiße, Kolonia. Ja. Das ist das Allergeilste. Also das liebe ich, da warte ich drauf, wenn die ihren einen waren. Ja, ist schon übel, muss man sagen. Ohne Fans ist schon wirklich was ganz was anderes. Man hört ja alles wirklich. Ne? Ich finde Iserlohn spielt, also das ist schwer da zu spielen, aber es ist die beste Atmosphäre überhaupt. Ja, finde ich auch. Das muss so man sagen. Eng, die hassen uns. Das ist natürlich geil. Ja, Augsburg ist auch nicht schlecht. Ja, stimmt auch. Da geht es auch gut. Ey. Ah, das stimmt auch, das ist auch viel. Aber ich finde, durch dieses Lokale ist noch ein bisschen, die hassen noch mehr die Kölner. Ich bin erstmal nach Deutschland gekommen, Dezember 97. Quasi mitten in der Saison, dann bin ich nach Mannheim gegangen und wie es so vorgekommen ist, war das ausgerechnet gegen Köln, was man ja im Nachhinein, ja, passt das irgendwie. Typischerweise, wir besprechen das dann vom Training und da kommen verschiedene Faktoren. Wie hat die Mannschaft gespielt zuletzt, was war die Stärke, Schwäche, was müssen wir bearbeiten, in welchem Bereich sehen wir das so notwendig, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen beim Training, was kommt auf uns zu, wie ist der Spielplan, wann spielen wir, gegen wem, die sind alle Faktoren, die vielleicht in Frage kommen, wie wir das Training starten müssen oder zusammenbauen müssen. Wir unterstützen bei das Training, dass es dann so richtig abläuft, und von dem Aufbau, von jeder Übung und so weiter. Und manchmal, das kommt auf die Übung oder kommt auf den Tag im Training, vielleicht erklären wir die eine oder andere Übung oder wir unterstützen dabei jede einzelne irgendwie, wenn es Fragen gibt und so. Und das ganze Prozess zu unterstützen, dass es quasi alles glatt läuft und dass jeder versteht, ein bisschen Feedback zu geben, auch in die einzelnen Spiele. Work your feet, work your feet. Es geht nicht nur eine Übung zu verwalten, wir wollen auch, dass dann bestimmte, sag ich mal, Ziele erreicht sind bei der Übung, und wenn wir merken, dass es irgendwie in irgendwelche Ecke nicht stimmt, dann ist es auch eine gemeinsame Aufgabe, die Spieler das zu vermitteln und Feedback zu geben, dass wir sind auch mit der Zeit produktiv im Training. Oh, let's go, get going, get going! Try the net, try the net. Go, 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 go. Ja, eigentlich es geht darum, jeder die individuell
technische Fähigkeiten weiter auszubauen und zu verbessern und weiter zu entwickeln von jeder einzelnen Spieler. Come low underneath! After the net drive, low underneath! Es geht nicht nur um jungen Spieler, klar, das gehört auch dazu. Aber auch, sage ich mal, eher erfahrene Spieler, ja, die kann auch immer was besser machen oder was dazu bringen, ein neues Element einbauen in ihrem Spiel, die vielleicht vorher nicht so stark geprägt war, wie auch immer. Dig it out, dig it out! Ich glaube, wenn wir es schaffen, jeder einzelne Spieler individuell besser zu machen, dann ist es ganz klar, dass die ganze Mannschaft, das Kollektiv, profitiert auch davon. How much time? We're 55 right now, almost, huh? You want to go right to the last part? Let's go to the just 40, yeah. Try and get some intensity out of it. Yeah. I'm going to go right to the game, zum Spiel am Ende. 2 gegen 2. Und es gibt Montreal Breakout. Das ist meiner Meinung nach quasi der Schlüssel für Erfolg irgendwie. Dass man ist nicht nur einmal, ja, ich bin fleißig einen Tag, einmal und dann es reicht. Das ist ein Prozess, der wiederholt sich immer weiter. Und manchmal ist es auch ein bisschen, gibt es auch Unterschied von Spieler zu Spieler. Ja? Weil jeder hat seine Stärke, jeder hat seine, sag ich mal, Schwäche oder jeder hat einen Bereich, wo dann vielleicht ein bisschen effizienter sein kann. Forehand catch, forehand shot. Forehand catch, forehand shot. Fast. Everything under the bar. Fast under the bar. Go. Bei diesem Beispiel, es geht um den Torabschluss, so eng, ein enger Raum, kurz vorm Tor, dass man auch schnell reagieren kann. Und das geht dann auch nicht nur um die technischen Sachen, aber wenn du überlegst von der neurokognitiven Perspektive, was sieht er, wie schnell kann er das aufnehmen und dementsprechend die Entscheidung treffen, um das dann körperlich rechtzeitig zu reagieren an die Sache. Und du hast eben geredet von einem Zach Hill als Beispiel. Ich meine, der ist kein Juniorenspieler mehr. Ja, der ist schon ein sehr erfahrener Spieler, der über 30 ist und er arbeitet auch daran, besser zu werden, weil er merkt selber, das bringt ihm auch was. Ciao, Maggie. Good work. Staut sich. Geh mal durch. Raum XL musst du schreiben. XL. Da kriegst du kein XL hier im Haus. Unmöglich. Was machst du? Hä? One day in the life of one person. Ist eine sehr kurze Geschichte. Hat sich schon alles erledigt. Ja, genau. Sehr kurz. Von auf Piano. Gibt's nicht mehr. Schade, dass es jetzt bei dem Saisonstart, jetzt wo wir wirklich eine Truppe haben, die jetzt gerade ja, auf Eishockey brennt, dass da keine Fans im Stadion sein können, dass man da wieder gegenseitig ja, wieder was gut machen kann, man kann was zurückgeben. Aber was ich so mitkriege, verfolgen doch wirklich sehr viele Fans unsere Spiele im Fernsehen. Ich bin der Dirk und bin 51 Jahre alt. Und gehe 33 Jahre mittlerweile zum KIC. Und ja, die Leidenschaft fing früh an. Mein Arbeitskollege hat mich mal mitgenommen. Der war Schiedsrichter, der konnte für 50 Pfennig konnte der ein Spiel gucken. Und dann hat er gesagt, fahr mal mit. Und bin ich mitgefahren. Ja, und dann war das erste Spiel gegen Landshut, war schon ein Knaller an sich. Und ja, dann hat man das zweite Spiel geguckt, das dritte Spiel mal geguckt. Dann wurde es immer schlimmer, da kamen die ersten Fan-Utensilien. Und nach zwei Jahren, hatte ich gebraucht, weil ich gemerkt habe, dass du in den Playoffs keine Karten kriegst. Ohne Dauerkarte, ja, fing dann halt zwei Jahre später, kam schon meine erste Dauerkarte geholt. Und ja,
bis heute ununterbrochen. Das sind jetzt dann, glaube ich, 31 Stück. Das war schon ein Schreckensszenario, aber wenn man den höchsten Zuschauerschnitt hat, dann stürzt man halt eben auch tief ab. Das war für mich ganz klar. Und erst mal gesagt, wenn die mein Geld oder wenn die meine Dauerkarte haben wollen, dann kriegen die die. Ne? Da war überhaupt kein Thema. Es gab genug Posts auf Facebook, man kennt das ja, wo die gesagt haben, ah, da betteln die Kölner schon wieder nach Geld. Aber ich hatte den Eindruck, das war gar nicht so. Diese Immerwieger-Aktion war halt eine Aktion freiwillig. Und es gab Tausende von Freiwilligen, die dann halt da Geld gespendet haben oder diese Karten gekauft haben oder T-Shirts. Ich habe zwei T-Shirts und ein Trikot und weiß ja gar nicht was. Ich habe so viele Sachen gekauft, das darf ich meiner Frau gerne erzählen. Tja, wie erlebe ich das aktuell? Ist natürlich traurig, weil vom Fernseher ist schon alleine gucken ist sowieso schon ganz schlimm und doof. In der Arena hast du zumindest immer noch was zum Diskutieren. Ne, und bist auch ganz anders angespannt. Ne. Je nachdem, wie das Spiel hier verläuft, musst du schon aufpassen, dass du vom Fernsehen nicht einnickst. Ne. Aber das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Alles wegräumen, damit da kein Sauerstoff ist, weil ich, wenn ich eins hasse, dann ist es Unordnung zu Hause. Ich koche eigentlich immer, tatsächlich. Also ich gehe ab und zu mal essen, aber jetzt die momentane Lage ist halt ein bisschen schwierig, aber ich koche recht gerne, muss ich sagen. Ich habe viel gelernt von meiner Mama auch. Und halt so einfach wie ich ein bisschen Bruschetta hier fürs Spiel gucken. Meine Eltern sind ja Tschechen, sind im Osten aufgewachsen und da hat man damals ein bisschen anders gekocht, viel Salz. Ich mag sie sehr salzig, muss man sagen. Und ja, kräftig. Viel Geschmack einfach. Ja, hier ist auf jeden Fall meine Sammlung meiner größten Vorbilder. Einmal der alte Sack hier, dass der noch spielt in dem Alter. Wahnsinnsvorbild. Ich habe ihn damals kennengelernt, da war ich sehr, sehr jung auf jeden Fall. Und da war mein Papa eingeladen zu seinem Charity-Event, Jagerteam. Das ist hier mein zweites größtes Idol, mein Papa. Der hat auch sehr, sehr lange gespielt. Der hat, glaube ich, mit 41 sein letztes Spiel gehabt in der DEL mit München Barons. Und ja. Magenta. Okay. So, das machen wir uns jetzt gemütlich. Ich sag, wird knapp. 4-3. Nach dem Spieltag gibt es einen neuen Tabellenführer in der Gruppe Nord? Fragezeichen oder gelingt den Heim? Der erste Sieg nach zwei Niederlagen in Serie. Hinein in dieses Spiel, die Roosters. Ja, Bulli, im Dunkel. Das ist es. Von links nach rechts. Und den Weg in die Verlängerung geebnet haben. Und das ist das erste Tor für die Serie. Shepard ist es. Das ist immer so ein dieses Abklatsch-Emoji. Abklatsch. Zack, zack. Shepard, der Mann mit der Nummer 15 trifft. Ach, das ist und derjenige keine Chance. Jetzt 2 auf 1. Fleischer ist mit dabei. Fleischer kriegt die Scheibe allein vor Poggi. Ah, leck mich doch, Mann. Da hebt er schon wieder die Hand hoch. Mann, ey. Powerplay 2 Minuten Überzahlspiel. Whitney sucht. Die Lücke findet sie noch nicht. Opa, starkes Powerplay-Tor! Da ist der drin. So lange die Scheibe gehalten, so lange auf dem Eis gewesen und dann mit Köpfchen und Auge. Whitney Johnston, nee, zu ungenau, kann er nicht direkt verwerten. Zuspiel, nee, die Füße. Und wieder muss ich erstmal in die Position gespielt werden. Nein! Hat er sich schon wieder hinten reingehauen? Nee, das kann doch nicht wahr sein! Oh, Kacke! Für die Roosters!
Diesmal 5 gegen 3 Überzahl. Hat quasi schon gehabt, ey. Drittel unterwegs gewesen. Dann die Scheibe Richtung Slot hochgespielt. Und dann einfach mal abgezogen. Sutter. Jetzt auf Sutter. Und das nächste Tor. 5:1. Das geht jetzt aber auch zu einfach. Ja. Robby Sutter, der ich brauche nichts zu sagen. Haben sie noch genutzt. 6:4, 11 Minuten noch. Daniel! Ja! Ja! Horblitz! Ich werde bekloppt, der ey! Mann! In Iserlohn. Nur noch 6:5! Was für ein irres Spiel! Je weiter die Uhr jetzt herumtickt, desto mehr werden die Stürmer oben wegfliegen und man wird auf einen langen Pass lauern. Demi Eifertalier! Komm jetzt! Oder man macht es einfach so! Im Vorcheck! Oh, bitte nochmal die Möglichkeit! Scheibe immer noch heiß! Jenike! Der war doch frei! Super vorgecheckte Unterzahl von den Heim! Was für irre Szenen hier kurz vor Schluss in Unterzahl! Abseits! Kein Abseits! Und was für ein. Oh! Da trifft er nicht! Defensive! Eckerson! Mit 4 Mann! Sind die Haie jetzt da vorne unterwegs? Schaffen es nicht, verlieren dieses Handspiel. Matsumoto kann die Scheibe drin halten. Ah, schlau gemacht von Raymond, der da mit dem ganzen Schläger am Eis ist. Und jetzt die Scheibe hält und jetzt ist dieses Spiel vorbei. Die Roosters machen es besser, retten die. Schade. Den Vorsprung. Wenn auch mit Ach und Krach. Tja. Über die Bühne, aber sie retten ihn. Torschancen um Torschancen, Torschüsse um Torschüsse. Aber die Effizienz, die war dann halt leider ein bisschen was für den Arsch. Für die Roosters, was für eine irre Geschichte. Was für ein Spiel am Mittwochabend hier in Iserlohn. Nee, also heute war natürlich, wenn du 5 Tore schießt und verlierst das Spiel trotzdem, dann hast du natürlich irgendwas falsch gemacht, ne? Ist ja so. Überzahlspiel war, beziehungsweise Unterzahlspiel war vielleicht nicht schlecht, aber das Überzahlspiel von Iserlohn war natürlich klasse. Ne? Die drei, Grenier und The Baileys, wie die alle heißen, die waren natürlich klasse. Aber haben wir wieder gut zurückgekämpft. Ne? Und, aber es hat nicht gereicht, schade. Eigentlich keine normale Saison auf jeden Fall. Das ist, was wir, glaube ich, was wir jetzt erleben. Und die Umstände, dass wir überhaupt hier sind, ist schon einzigartig. Einzigartig? Einzigartig. Thank you.